Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Seit Mai 2009 ist es eines von 15 von der UNESCO anerkannten deutschen Biosphärenreservaten. Beteiligt sind derzeit 29 Städte und Gemeinden aus 2 Regierungsbezirken und 3 Landkreisen. Die Reservate sollen internationale Modellregionen für den Erhalt jahrhundertealter charakteristischer Kulturlandschaften und ihrer nachhaltigen Entwicklung sein und den Interessenausgleich zwischen Umweltschutz und Natur, Mensch und Wirtschaften sicherstellen durch verschiedene Schutz- und Wirtschaftszonen. Als Freiluftlabore sollen sie dafür innovative Methoden entwickeln, um Landschaft und Natur zu erhalten, die Wirtschaft nachhaltig und ressourcenreich zu entwickeln. Der Fall des Biosphärengebiets Schwäbische Alb ist ein boomendes Erfolgsprojekt, in das jetzt immer mehr Gemeinden drängen. Durch Mittel- und Stellenknappheit allerdings stoße das Projekt aus Sicht des Vorsitzenden des Biosphärengebietvereins Thomas Reumann jetzt an seine Grenzen, trotzdem es sich längst zu einem regional ausstrahlenden Wirtschaftsfaktor und überregional bekannten Tourismusmagneten entwickelt habe. Konkret können wir Kooperationen mit Unternehmen, die uns sehr, sehr wichtig sind, wo wir gut unterwegs sind, wo wir aber noch viel stärker auch präsent sein müssen, auf Unternehmen zugehen müssen, um die noch zu gewinnen. Im Sinne einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit können wir derzeit nicht so abdecken, wie wir das wollen. Das Thema Bürgerbeteiligung, eigentlich eines der Kernelemente unseres Biosphärengebiets und einer der Erfolgsfaktoren, können wir nicht so machen, wie wir das wollen. Und für eine Modellregion ist natürlich auch wichtig das Thema Begleitforschung und Unterstützung. Auch dort sind wir im Moment nicht so präsent. In negativer Weise global mit einem Alleinstellungsmerkmal unter den weltweiten Biosphärengebieten versehen, ist das auf der Schwäbischen Alb auch in einem anderen Punkt. Wir sind das einzige Biosphärengebiet auf der ganzen Welt, das keine hauptamtlichen Ranger hat, so wie es die UNESCO fordert. Ich glaube also, wenn man das alles zusammennimmt, wird deutlich, wir brauchen eine Stärkung der Geschäftsstelle unseres Biosphärengebiets. Und ich bedauere es sehr, wenn wir dann richtig schöne Projekte haben im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn wir die nicht unterstützen können, weil die Fördergelder nicht ausreichen. Auf rund 730.000 Euro summieren sich die jährlichen Kosten. Ein Drittel davon tragen die beteiligten Kommunen, 70% das Land. Rund 200.000 Euro können derzeit an Fördermitteln eingeworben werden, aus Sicht Reumanns zu wenig, um die Fortentwicklung zu stemmen. Vor allem, wenn man es mit dem fördertechnisch viel besser gewichteten, viel kleineren und menschenleeren Nationalpark Nordschwarzwald vergleiche. Auf 15 Stellen muss man sich bescheiden, so viel wie der Nationalpark alleine im Verwaltungsbereich hat. Reumann hofft jetzt auf organisatorische grün-schwarze Veränderungen. Unser Biosphärengebiet braucht sich nicht verstecken. Und ich glaube, es ist längst im Bewusstsein der Menschen und der Landespolitik angekommen. Ich finde es aber schade, wenn auch die Landesregierung und die Ministerien das Potenzial, das in unserem Biosphärengebiet steckt, nämlich für alle Bereiche in der Landesregierung, dadurch nicht nutzt, dass es auch nicht zusammengeführt und koordiniert wird im Sinne einer Koordinierungs- und Stabsstelle. Eine ebensolche ministerielle Koordinierungsstelle wie für den Nationalpark hatte der Biosphärengebietsverein vor den grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen gefordert, um das Potenzial an Fördermitteln besser auszuschöpfen. Jetzt warte man gespannt, ob grün-schwarz im Sinne der Bürger und der nachhaltigen Zukunft entscheide.